Hallihallo, mein Name ist Thomas, das ist Asphaltschneider und wir kümmern uns bei Gran Turismo Sport, was ihr da gerade vor euch seht, jetzt als nächstes, nachdem wir die Fahrschule abgeschlossen hatten, um die Missionen, diverse Missionen. Ich bin nicht so schnell. Missionen. Überholen Sie Ihre Rivalen, fahren Sie Pylonen um, zeigen Sie in diesen Missionen, dass Sie das Zeug haben, um diverse schwierige Situationen zu überstehen. So, dann natürlich sollten wir uns da auch da wieder die Videos anschauen. This is a short battle between two corners. Make sure to keep the car within the track as you overtake your rivals. Okay. Der Sieg ist alles. Und da gehen wir natürlich prompt rein. Bam, 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 bam. So, also, wie gesagt, es geht darum, Kollisionen mit Objekten. Wir sollten also niemanden kollidieren. So, das haben wir geschafft. Boom, Schakalaka. Ich meine, das ist die erste Mission gewesen. Es ist auch natürlich schon, hat sich abgezeichnet, dass das jetzt nicht unbedingt der große Renner sein wird. Beziehungsweise der riesige Schwierigkeitsgrad. So, Northern Isle Speedway. Was müssen wir da machen mit dem Rallye-Auto? This is a short race on an oval track. Be careful of contact with the walls when overtaking other cars. Das ist doof. Ja. Okay, also meine, probieren müssen wir es.
Ne, ich schaff's nicht ganz. Nochmal. Break-tested. Der hat mich eindeutig break-tested, also das, so geht das dann nicht. Es geht doch. Man muss es nur probieren. So, und dann machen wir da gerade weiter. Hey, wir haben ja schon Gold. Brauchen wir nicht wiederholen. So, zack, 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 zack. So. Also. Tokyo Expressway. Was muss man da hin machen? The Tokyo Expressway is a course encircled by concrete walls. Always keep your eyes ahead and avoid collisions with your opponents. Ja, eigentlich ist es ja recht trivial, man muss gewinnen. Aber das hat mir jetzt nie gefallen. Das geht mir irgendwie gegen, ein bisschen gegen den Strich.
Mission. Von daher sieht das schon freundlich aus. Aber auch das war jetzt noch nicht so die große Herausforderung. Aber ich denke auch, das kommt noch. Ich warte ja schon auf die Missionen, die mich dann noch wirklich Nerven kosten werden. So, hier muss ich, glaube ich, Pylonen umhauen, oder? Knock over as many pylon cones as you can within the time limit. When you pick up speed in the latter half, remember that letting off the throttle will make it easier to turn. Na dann. Pylonenprofi. Trophäe erhalten. Pylonenprofi. Sollte ich mich umbenennen? Asphaltschneider? War gestern, heutzutage ist Pylonenprofi. Nein. Nein. Ich denke, ich bleibe beim Asphaltschneider. Und ja, Pylonenprofi. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Nächste Aufgabe. Ein Trioval. Challenge a high-speed race in a Group 4 racing machine. Getting right behind the rivals in front of you will increase the speed of your car. Use this slipstream effect to overtake your rivals. Ja, dann probieren wir das mal. Aston Martin. Normal. Ja, bitte sauber sein.
ich gut leben. Und dann kommen wir auch schon zu Mission Nummer 6. Und da schauen wir natürlich, was wir machen müssen. Jump into the space on the inside of your rivals at the corners. Be careful of contact with the other cars when you change your driving line. Ist eigentlich immer recht trivial. Alle überholen, als erst ins Ziel kommen. So ein biestigen V8. Ah, da war die Straße zu Ende. Habe ich ja total verpasst. Habe ich total... Was soll denn das? Uiuiui, oh, drücke ja schon Tasten, die wollte ich so in der Form gar nicht drücken. So, erneut versuchen. So rackern bei uns natürlich immer so ein kleines bisschen nach oben.